Und damit, denke ich, starten wir. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Webinar Zielgruppenanalyse für Kommunikation und Marketing. Lernen Sie mit Social Listening Ihre Kunden, Ihre Medienvertreter, Ihre Stakeholder besser kennen. Dazu möchte ich ganz herzlich begrüßen, zum ersten natürlich unseren Gast, Jörg Fortmann, Geschäftsführer vom IMWF, dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung aus Hamburg. Hallo, Herr Fortmann. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Dann weiß nicht, wie es bei Ihnen aufgeteilt ist. Unten links habe ich den Dr. Gero Kalt, Geschäftsführer vom FAZ-Institut, der heute auch die Moderation übernehmen wird. Hallo, Gero. Hallo, hallo. Und last but not least, Henning Waldstedt, unser KI-Experte und Senior Data Scientist, auch beim FAZ-Institut angestellt. Hallo, Henning. Hi. Gut, dann würde ich sagen, Gero, es geht Ja, los. Bitte schön. dann begrüße auch ich Sie sehr herzlich zu unserem Webinar. Es freut mich, dass Sie zu uns gefunden haben. Wir haben eine alte Fragestellung eigentlich heute angesprochen, Zielgruppenanalysen, denn Sie alle wollen wissen, was machen denn meine Zielgruppen, also die Menschen, die wir mit unserer Kommunikation, sei es aus der Unternehmenskommunikation oder aus dem Marketing, erreichen wollen. Wie denken die über uns? Ja, wie kann ich da vielleicht auch bestimmte Zielgruppen identifizieren, kann ich Kunden identifizieren, damit ich sie mit neuen Produkten ansprechen kann oder vielleicht Journalisten, damit ich meine Botschaften dorthin transportieren kann. Diese Fragestellung ist nicht neu. Was aber neu ist, ist die Herangehensweise, nämlich die Frage, wie bekomme ich das in Zeiten, in denen das Internet ja fast unendlich viele Quellen zur Verfügung stellt, Foren, Blogs, Medien, klassische Medien, Plattformen und so weiter. Wie bekomme ich das denn da etwas besser in den Griff? Und da kommen wir mit den traditionellen Methoden nicht mehr weiter, sondern wir müssen neue Ansätze wählen. Und Sie alle haben natürlich verfolgt, dass künstliche Intelligenz heutzutage das Mittel ist, mit dem sich sehr intensiv befasst wird. Und ich würde jetzt in eine Präsentation ganz kurz mal einsteigen und Ihnen zeigen, wie denn Sie bzw. Ihre Kollegen über dieses Thema denken. Denn wir haben als FAZ-Institut so vor etwa einem Jahr mal Entscheider in Kommunikation und Marketing befragt und haben unter anderem eben gefragt, ja, setzt ihr schon KI ein? Habt ihr da eine Vorstellung davon? Und falls ja, warum? Und falls nein, auch da, warum? Und wenn ihr es schon einsetzt, für welche Zwecke tut ihr das denn? Und Sie werden relativ schnell sehen, dass das Thema Zielgruppenanalysen, das wir hier heute behandeln, da eine ganz besondere Rolle spielt. Also zunächst mal, Sie und unsere Teilnehmer heute kommen ja im Wesentlichen aus den Bereichen Kommunikation und Marketing. Sie geben im Grunde die Antwort zu etwa einem Drittel, dass Sie sich schon mit KI befassen. Das können unterschiedlichste Bereiche in Ihrer Abteilung sein. Ein Drittel sagt nein, aber wir planen da etwas. Wir orientieren uns nur momentan, wissen aber noch nicht, welche Anwendungen da für uns die richtigen sind und wie sie funktionieren. Und etwa ein Drittel sagt nein, das ist für uns kein Thema, möglicherweise, weil sie mit ihren klassischen Instrumenten sehr gut zurechtkommen. Oder, und das werden Sie gleich auch sehen, gibt es gute Gründe, warum man da noch etwas zurückhaltend ist, ja. Übrigens fällt mir da ein, wir haben im aktuellen Heft Kommunikationsmanager das Thema auch intensiv behandelt. Und Thomas Mickeleit berichtet da von einer Umfrage, die sich damit befasst, ja, wo sehen denn Kommunikatoren die größten Probleme? Und den können Sie kostenlos bei uns bestellen auf der Homepage. Schauen Sie gerne mal rein. Wenn wir also fragen, warum arbeiten Sie vielleicht nicht mit KI bislang, dann stellen wir fest, dass Kapazitätsengpässe eine große Rolle spielen. Das ist ein Thema, das Sie alle kennen, weil natürlich in den letzten Jahren die Budgets im Marketing und der Kommunikation eher reduziert worden sind und dann
konzentriert man sich auf die täglichen Alltagsaufgaben, die gerade so drängen, ist ja vielfach auch getrieben und hat dann eben nicht so die Kapazität, um mal zu sagen, ich stelle mal jemand ab, der sich damit befasst. Und der zweite Punkt, den Sie hier sehen, der ergibt sich fast zwangsläufig daraus, also das fehlende Know-how der Mitarbeiter, denn KI ist doch natürlich relativ neu und man muss schon großes Glück haben, wenn man jemand in der Abteilung hat, der da, ich sag mal, was von versteht. Wir sagen aber immer, Sie verstehen auch nichts davon, wie Sie Ihre Steuererklärung machen. Und trotzdem müssen Sie eine machen und geben auch am Ende eine ab. Aber da holen Sie sich eben den Sachverstand, der das leisten kann für Sie. Und Sie schauen dann natürlich drauf, ist das alles in meinem Sinne und ist das alles korrekt? Aber Sie müssen da nicht alle Steuergesetze eben selber kennen. Und so ist es ähnlich auch natürlich bei der Digitalisierung. Da kann man durchaus etwas selbstbewusster rangehen und man muss nicht alles wissen, sondern man braucht einen Partner, dem man da vertrauen kann. Ja. Ein weiterer Punkt, den Sie hier noch sehen, der mir jetzt so spontan ins Auge fällt, sind die hohen Kosten, die genannt werden. Auch das ist eigentlich kein tatsächlicher Grund, um zu sagen, ich befasse mich nicht mit KI. Denn die Erfahrung, die wir machen, und die machen wir inzwischen seit ja, fast 30 Jahren, 30 Jahre, in denen wir Medienanalysen, Zielgruppenanalysen und so weiter machen, die Erfahrung ist, dass sich die Kosten eigentlich fast gedrittelt haben zu dem, was früher bezahlt wurde. Also das ist hier eher eine Kostenersparnis. Aber auch das muss man natürlich dann kennenlernen. Und man muss natürlich das Gefühl dafür auch entwickeln, dass man die gleiche Qualität bekommt, die man früher hat. Und dazu ist es eben wichtig, dass die KI, die man einsetzt, auf Erfahrungen beruht, vielfach ausprobiert wurde und so weiter. Wenn man jetzt fragt, diejenigen, die schon mit KI arbeiten, wofür setzt ihr sie ein? Dann stellen sie eben hier fest, Zielgruppenanalysen stehen ganz oben. Da sind noch nicht alle Träume erfüllt. Das ist ganz klar, weil wir es natürlich mit Datenschutzthemen auch zu tun haben. Aber es lässt sich heute doch einiges machen, was wir gleich demonstrieren werden, dass Sie Ihre Zielgruppen da durchaus etwas besser in den Griff bekommen. Dann Analyse von Branchentrends oder Kampagnentracking werden sehr häufig genannt. Auch Krisenmonitoring, weil Sie mit KI sehr gut Themen beobachten können, Themenverlaufe, Verknüpfungen und feststellen können, ob diese Themen zum Beispiel positiv oder negativ akzentuiert sind, ob es einen Bezug zu Ihrem Unternehmen gibt oder auch das kann die KI feststellen, ja, ob so sich ein Thema langsam Ihnen, Ihrer Branche, Ihrem Unternehmen nähert. Das heißt also vielleicht häufiger in bestimmten Zusammenhängen vorkommt, in denen auch Sie genannt sind. Dann haben wir natürlich die klassischen Reputationsanalysen. Und ich sage mal, hier haben Sie eine Übersicht über Fragen, die typischerweise seit vielen Jahren schon gestellt sind und die man eben mit KI heutzutage angehen kann. Das unterscheidet sich in der Unternehmenskommunikation, im Marketing, in der Compliance oder Krisenmanagement und im Vertrieb. Aus der Liste der Anmeldungen heute geht hervor, dass sie überwiegend so aus der Unternehmenskommunikation, aus dem Marketing kommen. Und ich würde mal vermuten, dass die ein oder andere Frage, die Sie hier lesen, Sie durchaus jeden Tag beschäftigt. Ja, also die Unternehmenskommunikation möchte wissen, was berichten bestimmte Quellen über uns oder wie denken Journalisten oder Influencer oder Meinungsführer über mich, mein Unternehmen, mein Produkt, mein CEO und so weiter. Und beim Marketing ist es sicher eher etwas produktfokussiert dann auch. Also wie kommt da mein Produkt an? Was diskutieren Kunden über mein Produkt oder Leute, die das austesten? Ja, bin ich da im Wettbewerbsvergleich überhaupt konkurrenzfähig? Solche Dinge. Und Compliance, da zeige ich gleich noch mal ein kurzes Chart dazu, ist ein Themenfeld oder ein Verantwortungsbereich, der jetzt immer stärker an Bedeutung zunehmend im Zusammenhang mit den SDGs, also den Sustainability Goals der Vereinten Nationen, weil ja zum Beispiel im Bereich Lieferketten Unternehmen in Zukunft nachweisen müssen,
dass nicht nur Sie selbst, sondern auch Ihre Lieferanten sich an den 17 Zielen orientieren und die auch einhalten und dass Sie eben dokumentieren, dass Sie aufpassen, dass in Ihren Lieferketten oder in Ihren unmittelbaren Prozessen nicht gegen diese Gesetze verstoßen wird. Ja, denn sonst kann es an der Stelle auch teuer werden. Das ist dann nicht mehr unmittelbar nur eine Reputationsfrage, sondern kommt man schnell auch in juristische Auseinandersetzung, weil das auch überprüft wird von den Behörden. Sie sehen hier so einen kleinen Überblick, was man mit KI-Analysen alles beobachtet momentan, die Strategie des Unternehmens, wie ist da die Resonanz, ja, wie schätzen vielleicht Analysten oder Investoren oder bestimmte Stakeholdergruppen von uns das ein? Ja, stimmt da unsere Strategie vielleicht für die nächsten 5 Jahre? Wie schätzen Sie die Leistungen und Produkte ein? Kommen die gut an? Wenn Sie vielleicht in der Automobilindustrie sind, dann hat so ein Produkt ja ganz viele Facetten. Also da kann es um die Motorisierung gehen oder ums Design, was auch immer. Zunehmend geht es natürlich um Antriebe jetzt im Zusammenhang mit Klimawandel. Also wie wird über diese Facetten dann diskutiert? Und manche Branchen haben ja sehr lebhafte Communities mit teilweise auch Experten, die tatsächlich was von der Sache verstehen. Aber es gibt natürlich auch Foren, wo sie Kunden austauschen. Und das ist für Sie als Unternehmen wichtig zu wissen. Nachhaltigkeit, ich habe es angedeutet, großes Thema. Genauso eigentlich, auch wenn es im Moment nicht so in der Diskussion ist, das Thema Arbeitgeber. Denn alle Unternehmen versuchen, gute Mitarbeiter zu gewinnen, auch vielleicht gute Führungskräfte. Und wenn Sie jetzt nicht eine strahlende Marke haben wie BMW und vielleicht auch nicht am optimalen Standort sitzen, der von überall leicht zu erreichen ist, dann müssen Sie ja als Arbeitgeber sehen, dass Sie sich da eine Reputation aufbauen, dass trotzdem Leute zu Ihnen kommen. Ja. Und so hat man hier so verschiedene Reputationsprofile. Ich könnte das jetzt mal so im Einzelnen durchgehen, mache das aber relativ schnell. Also Corporate Brand will man analysiert wissen, ist die als erfolgreich wahrgenommen, als glaubwürdig und so weiter. Oder hier zum Produkt, ja, ich habe es vorhin angedeutet, so ein Automobil hat viele Facetten, über die gesprochen wird in den Weiten des Internets. Dann hier Trendanalysen zu wichtigen Themen. Letztlich können Sie ja viele Themen, mit denen Sie zu tun haben, in zwei einsortieren, nämlich sind es potenzielle Krisenthemen, dann wollen Sie versuchen, die zu verhindern, dass die in der Öffentlichkeit groß diskutiert werden. Oder Sie haben es vielleicht mit Profilierungsthemen zu tun. Ja, also gibt es Themen, bei denen es sich lohnen würde, als Unternehmen mit Kernbotschaften vielleicht auch einzusteigen, weil die in der Öffentlichkeit vielleicht sehr gut funktionieren. Oder je nachdem, welche Branche Sie sind, die vielleicht stark reguliert ist. Ja, gibt es Regulierungsthemen, da muss ich beobachten, was passiert denn da zum einen weltweit, aber auch auf europäischer Ebene oder eben auf nationaler Ebene. Und so nähert man sich dann und diese Informationen versucht man dann auf die verschiedenen Zielgruppen runterzubrechen, damit Sie in Ihrer Kommunikation ganz gezielt und auch mit den richtigen Maßnahmen diese Zielgruppen ansprechen können. Jetzt habe ich vorhin diese SDGs genannt. Ich nehme an, Sie kennen alle diese bunten Icons hier, diese 17, hinter denen sich letztlich ganz viele Einzelthemen verbergen, die da einzuordnen sind. Und die große Aufgabe ist es eben, diese zu operationalisieren. Das heißt, dass man die so runterbricht, dass man das auch analysieren kann. In unserem Fall nachher heißt es, dass also Algorithmen mit diesen Themen tatsächlich umgehen können, sie richtig zuordnen und sie dann eben zielgruppenspezifisch das richtige Thema kommunizieren können. Entschuldigung. So, ich bringe noch mal kurz weiter. Ja, wir haben jetzt die Situation eben heutzutage, dass Sie es mit Millionen Quellen zu tun haben, nicht mehr wie früher, dass Sie sagen, ab 100, 200, 300 vielleicht wichtige Medien, sondern Sie haben heute vielleicht so, oder potenziell hunderte Millionen von Quellen, ja,
Websites, Foren, Plattformen und so weiter. Ich habe es vorhin angesprochen, auch klassische Medien. Und jetzt möchte ich ja gerne wissen, was wird denn da besprochen, was wird diskutiert? Hier das Instrument, das Ihnen Herr Wallstedt gleich vorstellt, ist eins, das ein kontinuierliches Monitoring macht. Sie befragen also nicht zum Zeitpunkt X Menschen und müssen dann 2 Wochen später sagen, ist denn dieses Ergebnis überhaupt noch valide? Hat sich vielleicht was geändert? Sondern Sie brauchen ja ein Instrument, dass Sie permanent diese Analysen machen lässt, beziehungsweise wo Sie ein kontinuierliches, nahezu in Echtzeit auch Reporting haben, damit Sie auch schnell zum Beispiel auf Krisenfragen dann reagieren können. Sie haben es mit Tausenden oder Millionen von Quellen zu tun, auch mit Tausenden von Entitäten. Entität könnte man vielleicht übersetzen als Untersuchungsgegenstand. Also das kann ein Unternehmen sein, also Ihr Unternehmen beispielsweise, aber es kann auch ein Wettbewerber sein oder eine einzelne Person oder ein Thema. Also ganz viele Dinge, die da analysiert werden wollen und mit denen die Algorithmen dann entsprechend arbeiten müssen. Reporting in Echtzeit, habe ich gesagt, und die Tools operieren eben heute weltweit. Wir beispielsweise arbeiten derzeit in etwa 30 Sprachen. Ja, sodass auch da im Grunde kein Limit mehr gesetzt ist. Und wenn Sie dann diese Analysen durchgeführt haben, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, in denen man ein Reporting nutzen kann. Da sehen Sie auf der linken Seite hier ein Beispiel für ein Dashboard. Ja. Dashboard heißt, das klicken Sie an Ihrem Computer an und dann geht das auf und dann sehen Sie hier in tagesaktuelle Zahlen, könnte man vielleicht besser sagen als Echtzeit, weil auch der Computer immer wieder updatet. Aber tagesaktuelle Zahlen, zum Beispiel über Erwähnungen oder Tonalitäten und so weiter oder eben auch über Zielgruppen. Auf der rechten Seite sehen Sie das, was vermutlich Sie ja alle kennen. Das sind Studien oder Reportings, also PowerPoints, die jemand für Sie vielleicht auch mit strategischer Brille aufbereitet, dann da eine Kommentierung reinbringt, vielleicht Key Learnings beschreibt oder Handlungsempfehlungen, ja, also etwas ausgearbeiteter als die reinen Zahlen aus dem Dashboard. Oder hier beispielsweise, so kann ein Alerting funktionieren, wenn ich also mich selber oder vielleicht einen Lieferanten, nehmen wir das mal, beobachte und da wird tatsächlich festgestellt, dass dieses Unternehmen in Bangladesch gegen irgendwelche wichtigen Vorschriften verstößt, ja, vielleicht Kinderarbeit und so weiter, dann wollen Sie das gerne wissen und Sie wollen dann aber nicht nur den Hinweis bekommen, da ist irgendwo in Bangladesch eine Regionalzeitung, die hat darüber berichtet, sondern dann wollen Sie letztlich auch wissen, was ist die Quelle, in welchem Land ist das, um welches Thema geht es, hat es für mich eine Relevanz und am liebsten auch den Textausschnitt, damit Sie es nachlesen können und feststellen können, ja, das hat eine Relevanz oder sagen, naja, also das sind vielleicht Themen, die Sie gar nicht betreffen. Ja. So, da gibt es also diese unterschiedlichen Reporting-Möglichkeiten. Ich würde jetzt einfach mal hier an der Stelle meinen Teil beenden. Möchte Sie aber darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, uns auch Fragen zu stellen. Also wenn Sie gerne zwischendurch mal fragen, dann leuchtet das bei uns auf. Sie können da unten diesen Knopf benutzen, F&A, Fragen und Antworten, schreiben es rein und ich oder Frau Labitzke sehen das dann und wir würden es dann je nachdem an die Referenten weitergeben. Die Frage können wir hier diskutieren. Es ist allerdings auch so, dass wir hatten das kürzlich beim Webinar, extrem viele Fragen kamen und wir sind da gar nicht mehr mit der Zeit durchgekommen. Das beantworten wir dann auch gerne im Nachhinein. Also es wird ja alles aufgezeichnet, geht nichts verloren und dann können wir uns im Nachhinein bei Ihnen kurz melden und Antworten auf die Fragen geben. Ja, dann übergebe ich an der Stelle im Moment an den Herrn Fortmann. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Kalt. Ich freue mich, dass ich so ein bisschen was erzählen kann zum Thema Zielgruppenanalyse. Habe jetzt auch meinen Bildschirm freigegeben. Den sollten Sie jetzt dann sehen.
Und jetzt zuckelt er gerade ein bisschen. Ja, wunderbar. Perfekt. So. Ich will Ihnen ein bisschen was erzählen, was wir im IMWF machen, um Zielgruppen zu analysieren. Wir greifen weltweit auf 438 Millionen Quellen zu, verarbeiten jede Nacht mehrere zig Millionen Aussagen zu Tausenden von Unternehmen, die wir laufend monitoren, gehören damit zu den Top 3 Kunden der Amazon Server Farm in Europa. Das heißt, da läuft schon ein relativ großer Apparat. Und er spiegelt im Grunde genommen auch das, was wir hier links als Herausforderung geschrieben haben. Wir haben eine extrem hohe Quellenlage. Wir haben ein Nutzerverhalten, wo sehr stark im Internet kommuniziert wird. Und es wird über eine extrem Breite an Themen gesprochen. Also dass es durchaus auch für Unternehmen sehr, sehr schwer fällt, diesen Riesenraum an Kommunikation jetzt tatsächlich zu beobachten und Erkenntnisse draus zu ziehen. Was wir tun, ist, dass wir mit künstlicher Intelligenz diese Dinge analysieren. Und was wir da tun, will ich Ihnen gerne mal an ein paar kleinen Beispielen zeigen. Wenn wir uns angucken, was haben wir früher getan? Wir haben eine Zielgruppe definiert, zum Beispiel über soziodemografische Daten und haben dann diese Zielgruppe im Internet gesucht, haben ein Profiling gemacht und haben dann aus diesem Profiling herausgefunden, was sind die Attribute, wozu sich diese Zielgruppe äußert, wo finde ich sie und so weiter. Dieses Vorgehen ist insbesondere nach Cambridge Analytica, wo ja dieses Profiling missbräuchlich betrieben wurde zur Unterstützung von Wahlkämpfen, sehr in Verruf geraten. Seit wir die DSGVO haben, ist dieses Profiling auch datenschutzrechtlich bei weitem nicht mehr so anzuraten, wie man das vielleicht früher mal gemacht hat. Insofern ist dieser Ansatz, den man früher typischerweise gemacht hat, ich suche mir die Zielgruppe, mache ein Profiling und diese Zielgruppe verfolge ich dann und lerne sozusagen anhand der Menschen, die ich im Internet beobachte. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden und das geht durchaus. Und zwar fangen wir typischerweise damit an, dass wir sagen, lieber Kunde, suche dir bitte mal unterschiedlichste Attribute aus. Wir haben hier auf der linken Seite eine Reihe von Attributen, die wir jetzt mal musterhaft aufgeschrieben haben. Wie würdest du eine Persona beschreiben, die deiner Marke, deinem Produkt auf den Leib geschnitten ist? Und da sehen Sie jetzt hier so ein bisschen wie auf einem Regelboard, dass man hier dann den Schieber nach links, nach rechts schieben kann. Was hier rechts steht, sind eben, ich sag mal, die Attribute, die jetzt, ich sag mal, für mein Produkt, für meine Marke besonders ansprechend sind. Und ich habe hier mal einen kleinen Kasten einfliegen lassen. Da sehen wir jetzt in diesem Beispiel, dass wir fünf Attribute haben, die, wenn wir darüber nachdenken, was ist jetzt eigentlich die Persona, die wir ansprechen wollen? Die haben wir jetzt hier mal Gerhard Gerecht genannt. Was sind eigentlich diese Attribute, die wir dort wiederfinden wollen? Und dann gehen wir los und schauen uns an, welche Menschen diskutieren über diese Attribute. Und diese Menschen analysieren wir, ohne den Menschen als solches zu beobachten und zu verfolgen, sondern wir beobachten die Gruppe, sodass wir jederzeit die Anonymität gewährleistet haben und eben kein Profiling haben, wie man es bei Cambridge Analytica hatte. Und da sehen Sie dann jetzt ja zum Beispiel ein Ergebnis. Also wenn über unser Produkt berichtet wird, dann äußert sich die Gruppe, die wir beobachten, in verschiedenen Kategorien. Also sie hat sehr häufig das Thema Nachhaltigkeit, was sie debattiert. Sie spricht sehr oft über Produktqualität. Fairness ist hier wichtig. Was wir aber auch sehen ist, das, was wir eigentlich noch, ich sag mal, als wichtigen Punkt gesehen haben, Fairtrade, den diskutiert die Gruppe nicht. Und zwar ist das, das ist die Diskussion über mein Produkt als solches. Wenn ich hier meine Zielgruppe angucke, dann sehe ich nochmal, ich sag mal, eine ganz andere Diskussion über mein Produkt. Dann wird sehr wohl über Fairtrade gesprochen. Denn dieser
Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, ist Nachhaltigkeit wichtig, die Produktqualität ist wichtig, die Innovation ist wichtig. Und tatsächlich ist meiner Zielgruppe das Thema Fairness gar nicht so wichtig, wenn sie über mein Produkt spricht. Das heißt, da habe ich eine Leerstelle, die eigentlich nicht so wichtig ist, wo ich da, ich sag mal, nicht besonders präsent bin in der Zielgruppe mit den Botschaften, die ich habe. Was mache ich da jetzt draus? Das heißt, ich schaue mir dann durchaus an. Wir haben hier mal ein Beispiel Lastenfahrrad uns genommen. Wie spricht meine Zielgruppe über das Thema Lastenfahrrad in den Attributen, die ich mir gesucht habe? Und dann sehen wir, das, was wir eben gerade auch schon so ein bisschen gesehen haben, zum Thema Nachhaltigkeit haben wir eine überdurchschnittlich starke Sichtbarkeit dieses Themas mit einer sehr positiven Tonalität. Also wenn ich über Lastenfahrrad spreche als Persona Gerhard Gerecht, dann finde ich das nachhaltig, dann finde ich es toll. Die Produktqualität wird gelobt und erzeugt eben auch eine sehr positive Tonalität. Bei der Innovation, ja, also ne, das ist schon längst nicht mehr so positiv in der Zielgruppe Gerhard Gerecht wie die anderen Punkte, aber immerhin noch positiv. Die Fairness, die ich als Anbieter, als Hersteller in der Zielgruppe zugebilligt bekomme, wird positiv diskutiert. Aber das Thema Fair Trade erzeugt erstmal gar nicht so viel Sichtbarkeit, was uns nicht wundert, weil Fair Trade war für die Persona Gerhard Gerecht nicht so wichtig. Aber wenn dann darüber diskutiert wird, dann diskutiert diese Zielgruppe dieses Thema auch tendenziell negativ. Also da haben wir eine Ecke, wo wir angreifbar sind. Das heißt, wir haben erstmal ein inhaltliches Profil, wo wir unsere Zielgruppe ja schon mal relativ gut kennengelernt haben. Und die andere Frage, die wir natürlich haben, ist, wo treffen wir diese Zielgruppe? Und auch das können wir jetzt hier beim Thema Lastenfahrräder im Zusammenhang mit unserer Zielgruppe Gerhard Gerecht sehr schön beobachten. Wir erzeugen auf Twitter eine sehr schöne Sichtbarkeit mit einer sehr, sehr positiven Tonalität. In sozialen Netzwerken sind wir ein bisschen sichtbarer, haben aber interessanterweise eine relativ schlechte Tonalität, wenn Gerhard Gerecht sich äußert. Auf Foren sind wir seltener vertreten, werden aber tendenziell positiv diskutiert. In Blogs sind wir eher seltener vertreten, werden auch negativ diskutiert. Auf Instagram, wenn mit Bildern berichtet wird, Ähnliches erzeugt das eine sehr schöne positive Sichtbarkeit, eine sehr schöne positive Botschaft. Das heißt, wo wird bei uns kritisch diskutiert oder über uns und unsere Lastenfahrräder? Das ist in Social Networks und in Blogs durch unsere Zielgruppe Gerhard Gerecht. Und das sind schon die ersten Ansatzpunkte, die wir haben, um festzustellen, müssen wir uns thematisch in der Kommunikation nochmal anders aufstellen, um Schwächen auszubügeln oder um nochmal Stärken stärker herauszufahren. Gibt es Kanäle, wo unsere Zielgruppe tendenziell kritisch berichtet, wo wir nochmal stärker einwirken sollten, wo wir nochmal Kommunikationsangebote und Fakten anbieten sollten, um da dann möglicherweise einer kritischen Tonalität unserer Persona Gerhard Gerecht entgegenzuwirken. Und man kann das auch nochmal gerne querprüfen, indem man sagt, wenn ich so ein bisschen über Gerhard Gerecht nachdenke, so ein klassisches Beispiel, wo wir möglicherweise Gerhard Gerecht, ich sag mal, mit einer ähnlichen Wahrnehmung trennen würden, ist das Thema vegane Wurst. Und tatsächlich ist es so, dass die Attribute, die wir dem Gerhard Gerecht zugeschrieben haben, ebenso wie beim Lastenfahrrad auch dann beim Thema vegane Wurst dann sichtbar sind. Die ersten vier sind noch relativ positiv. Beim Thema Fairtrade geht Gerhard Gerecht nicht mit, weil er das Thema sehr kritisch sieht. Und auch hier ist es so, dass es durchaus Kanäle gibt, in denen Gerhard direkt negativ über diese Dinge spricht. In der Tat, ich sage mal, das Thema Wurst ist ja, ich sage mal, noch mal anfälliger für eine kritische Diskussion. Da haben wir, ich sage mal, neben den Blogs, wo wir, ich sage mal, ganz leicht negativer diskutiert würden, tatsächlich noch die Nachrichtenmedien, wo wir, ich sage mal, da noch mal stärker negativ gesehen werden. Und so kriegen wir schon, ich sag mal, über unsere Persona Gerhard direkt, wo wir anonym
uns die Zielgruppe anschauen, ohne Einzelne zu verfolgen und auszuwerten, bekommen wir eine ganze Menge Informationen über unsere Zielgruppe zurück. Wir können natürlich auch das Thema noch vertiefen. Wir können uns angucken, was für Themenaspekte wurden diskutiert und Ähnliches, sodass man da dann, ich sage mal, auch noch mal mehr erfährt über die positiven oder die negativen Themenaspekte, die unsere Persona, unser Stellvertreter für unsere Zielgruppe da in der Diskussion aktuell anführt. Und wenn man das zusammenfassen möchte, dann haben wir die Möglichkeit, unser eigenes Produkt uns anzusehen. Mit welchen Attributen wird es assoziiert? Wie, in welchen Quellen wird darüber gesprochen? Wo wird mein Produkt negativ oder positiv wahrgenommen? Ich kann vergleichen, wenn ich so ein Profil habe, wie ich mir meine Zielgruppe vorstelle, ist das wirklich das Profil, wie ich es draußen finde? Oder muss ich möglicherweise das, wie ich meine Zielgruppe selber beschrieben habe, nochmal adjustieren im Abgleich mit der Wirklichkeit? Und ich kann mir natürlich angucken, kann ich meine Kommunikationsstrategie noch entsprechend verbessern, weil ich sehe, welche Themenaspekte hervorragend funktionieren, in welchen Kanälen sie gut funktionieren, respektive wo ich negative Aspekte habe, die von meiner Zielgruppe doch intensiv vorgetragen werden und dann aber auch sehe, an welchen Stellen im Internet findet diese Diskussion statt, wo ich also die Menschen treffe, die da, ich sag mal, mit diesen negativen Aspekten sich beschäftigen, um da ein entsprechendes Gegengewicht, ein Einwirken herstellen zu können. Das in aller Kürze, wie man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und von Social Listening, wie wir das nennen, also den Zuhören der Gesellschaft im Internet, entsprechend Zielgruppen identifizieren und Erkenntnisse daraus gewinnen kann. Das war es von mir. Dann würde ich als nächstes an Henning Wallstedt übergeben. Super, danke schön. Vielleicht darf ich ganz kurz dazwischen gehen. Henning, hier sind Fragen, zwei Fragen, glaube ich, die bei dir sehr gut aufgehoben sind. Falls du die nicht sehen kannst, lese ich sie gerne vor, beziehungsweise sonst müsstest du es tun, damit alle das mitbekommen. Willst du da gerade drauf antworten? Ja, also sehr gerne. Grundsätzlich ist es, glaube ich, auch geschickt, wenn wir die Fragen immer nach den Vorträgen direkt beantworten. Wir haben eine Frage nach unserer Definition von KI. Im Gegensatz zu traditioneller Datenanalyse. Ist der Aspekt selbstlernt entscheidend? Danke. Ja, also grundsätzlich ist das schon mal gut vorausgegriffen. Selbstlernt heißt bei uns, wir arbeiten, und ich werfe jetzt, und dann bitte ich Sie, sich gleich ein bisschen zu gewöhnen, etwas mit ein paar Fachtermini um mich. Keine Sorge, ich werde alles auch auf Deutsch erklären. Aber wir nutzen keine so klassischen regelbasierten Ansätze. Heißt, wir nutzen sie auch, aber nicht hauptsächlich. Regelbasierte Ansätze sind Vorgaben, die wir einem Algorithmus machen, Entscheidungskriterien, die er nicht selbst identifiziert oder erkannt hat, um eine gewisse Fragestellung zu beantworten. Das einfachste Beispiel, das Sie kennen würden, wäre so eine Art Boolsche Logik. Die hat bestimmt jeder von Ihnen schon einmal benutzt, der mit Google Alerts gearbeitet hat, um sich eine Suchwortkette anzulegen. Wir nutzen gerade für die inhaltlichen Analysen, aber auch für die Tonalitätserkennung, die echtes maschinelles Lernen. Das bedeutet, ein Algorithmus bekommt eine Vielzahl sogenannter annotierter Trainingsdaten zur Verfügung gestellt, was nichts anderes bedeutet, als er bekommt eine Menge an Daten, die ein gewisses Charakteristikum aufweisen, zum Beispiel eine positive oder negative Aussage, und erkennt darauf selbstständig Zusammenhänge. Diese können semantischer Natur sein oder aber auch inhaltlicher Natur. Wir machen hier keine Vorgabe, und diese selbstständige Mustererkennung wird dann genutzt, um fortlaufend entsprechend in diesem Beispiel eine Identifikation von tonalitätstragenden Aussagen entsprechend mit hoher Präzision ausführen zu können. Dabei muss dem Nutzer oder demjenigen, der den Algorithmus anlernt, vorher nicht bewusst sein oder nicht durch ihn nicht definiert werden, welche Charakteristika zu identifizieren sind. Das ist dem Algorithmus selbst überlassen. Und das ist das, was wir hier gemeinhin als künstliche Intelligenz definieren. So, dann will ich das auch direkt mal als erledigt markieren. Wenn hier noch weitere Fragen kommen, da vielleicht noch ein Hinweis von meiner Seite. Ich bin sehr, sehr gerne auch bereit im Nachgang, wenn das nicht für alle interessant sein sollte, sowas ausführlicher gerne schriftlich oder in einem Gespräch zu beantworten. Nur so viel an dieser Stelle. Wir haben noch eine andere Frage, und zwar natürlich sehr, sehr gut und auch ganz wichtig: Wird hier echtes Kundenfeedback von Trollbeiträgen getrennt?
Zum Thema Lastenrad würde ich beispielsweise auf Facebook ca. 70% Anti-Elektro-Trolling erwarten. Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung. Wir müssen uns dem Ganzen indirekt nähern. Zunächst einmal, man kann definitiv Trolling nicht komplett ausschließen, beziehungsweise man kann das nicht von vornherein aus seiner Betrachtung, seiner Analyse ausblenden. Man muss das schon auch durch menschliche Qualitätskontrolle entsprechend handhaben. Man muss es dann rausrechnen. Der Hintergrund ist der, ich hatte jetzt gerade ein bisschen über maschinelles Lernen gesprochen, wenn das Trolling sehr offensichtlich ist oder einfach richtig aggressiv vorgetragen wird, erkennt man das schon sehr gut. Sobald Sarkasmus ins Spiel kommt, wird das schon schwieriger. Grundsätzlich aber haben wir hier ein Issue, das man berücksichtigen kann. Ich habe eben noch gesagt, wir müssen uns hier ein bisschen indirekt nähern. Indirekt heißt in diesem Fall aber auch, und das hat Herr Fortmann ja eben schon im Beispiel gesagt, wir tracken oder wir analysieren eine Zielgruppe stark über ihr Kommunikationsverhalten. Und jemand, der in aller Regel einen Trollbeitrag, und ich sagte eben so ein bisschen offensiv schreibt oder sehr deutlich ersichtlich wird, in aller Regel keine anderen Aspekte meiner Zielgruppe, in dem Fall eben von dieser beispielhaften Persona Gerhard Gerecht, angeschnitten haben, weshalb er nicht so stark durch den Algorithmus in die Sprachausstattung wieder einfließen lassen sollte. Ich möchte an der Stelle aber sagen, dass auch hier Machine Learning zum Tragen kommt. Das heißt, durch unser fortlaufenden Qualitätscheck, durch unsere menschliche Evaluierung der Ergebnisse, werden Trollbeiträge natürlich annotiert und in den Trainingsdatenkorpus einfließen gelassen, der darauf oder dadurch wieder den genutzten Algorithmen die Möglichkeit gibt, potenzielle Zusammenhänge in Semantik oder Inhalt von Trollbeiträgen zu erkennen und diese fortlaufend besser selbstständig dann zu flaggen oder auch gar nicht mit in die Auswertung einfließen zu lassen. So, wenn jetzt erst keine weiteren Fragen kommen, steige ich mal ein bisschen in die Methodik ein. Auch ich habe Ihnen eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich werde Ihnen dadurch etwas nicht nur erklären, wie wir arbeiten und was in den Untiefen der Technik so passiert, sondern ich möchte Ihnen dadurch vor allem auch einen Einblick in die Möglichkeiten des Tools geben. Man hat hier tatsächlich ein Werkzeug an der Hand, das sehr, sehr stark auf individualisierter Ebene arbeiten kann. Wir können unsere Zielgruppen sehr stark oder sehr trennscharf definieren. Wir können aber auch recht allgemein bleiben. Und damit Sie sich das schön vorstellen können, werde ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie wir arbeiten. Dazu möchte ich Ihnen noch kurz meine Präsentation teilen. Was dann jetzt der Fall sein sollte. Und da ich meine Präsentation, diejenigen, die schon mal im Webinar hier dabei waren, kennen das. Auf meinem großen Bildschirm halte, werde ich mich jetzt kurz zur Seite drehen, aber ich bitte, das zu berücksichtigen. So, auch ich beginne natürlich ein bisschen mit der Ausgangssituation. Wir haben das jetzt schon hinreichend beschrieben. Es gibt schlicht und ergreifend durch die Vielzahl der Quellen und durch die doch sehr, sehr volatile Natur der Kommunikation nicht mehr so die Möglichkeiten, eine Zielgruppe oder überhaupt generell im Online-Raum eine Diskussion mit klassischen Tools, also mit Sofortketten zu beobachten. Mit Sofortketten aber deshalb nicht, weil ich eine Vielzahl irrelevanter Treffer produziere und ich möchte auf gar keinen Fall Ergebnislisten durchgucken. Das muss immer eine Prämisse eines KI-Tools sein, dass ich nur Ergebnisse höchster Relevanz bekomme. Und zweitens auch, weil ich sie nicht ständig anpassen kann. Das heißt, wenn sich hier was verändert, wenn ein Fokus auftaucht, der vorhin nicht, oder ein Schwerpunkt, der vorhin nicht im Gespräch von so großer Relevanz war, dass ich ihn hätte proaktiv beobachtet, dann geht er vollkommen an mir vorbei. Das ist grundsätzlich natürlich ein Problem. Das heißt, ohne jetzt hier zu lange nochmal zusammenzufassen, was meine Vorredner schon erklärt haben, wir haben ein paar Bedingungen, die ein Tool, das man auch, sage ich mal, als mächtiges Interface Tool einsetzen kann, erfüllen muss. Das ist selbstverständlich die Vollständigkeit der erfassten Kommunikation. Das ist ein No-Brainer, aber wenn man darüber nachdenkt, nicht ganz so einfach, weil ich, wenn ich das komplette Internet auslese oder beobachten möchte, mit einer unbekannten Grundgesamtheit arbeite. Das heißt, ich habe gar nicht die Möglichkeiten, vornherein über eine händische Analyse, ein Desk Research, diese ganzen Quellen zu monitoren, nicht nur wegen der Menge, sondern auch, weil ich sie nicht alle kenne. Ich brauche die korrekte Identifikation der Zielgruppe und wie wir das machen, das können wir sehr gut, das werde ich gleich nochmal etwas präziser oder erklären, Ihnen kurz zeigen. Und selbstverständlich brauchen wir auch die inhaltliche Analyse. Wenn ich die Zielgruppe und ihr Sprachmuster erkannt habe, sie ja sofort laufend tracken kann, muss ich ja wissen, um was es geht, damit ich entsprechend in der Lage bin, meine Kommunikationsstrategie auf meine Zielgruppe anzupassen, um so einen möglichst hohen Impact entsprechend auf diese Zielgruppe zu haben, mein Produkt gut positionieren zu können. Zunächst einmal die Vollständigkeit. Wir haben es eben auch schon gehört, wir arbeiten mit einer Vielzahl von Quellen, 438 Millionen. Was heißt das konkret für uns? Die werden kontinuierlich gecrawled, sie werden also ausgelesen.
Sie müssen nicht selbst Quellensets pflegen. Sie müssen vor allem auch keine Trefferlisten einfach durchsehen. Es läuft sozusagen im Hintergrund ein Crawling, das auch enorm ressourcenintensiv ist. Wie Sie schon hörten, also drittgrößter Kunde der Serverfarm in Europa, der Amazon Serverfarm in Europa, ist mal eine Ansage. Das ist aber für uns unproblematisch, weil diese Daten werden ja strukturiert erfasst. Was heißt denn das konkret? Wir bauen erstmal dieses Quellensystem noch weiter aus. Es wird also niemals so sein, dass neu einfließende Quellen, relevante Quellen auch nicht erfasst werden. Sie haben selbstverständlich als Nutzer auch hier die Möglichkeit, proaktiv, wenn Sie so ein Produkt nutzen, diese Quellen auf Anwesenheit zu prüfen, auf auflistbare Auslesbarkeit zu prüfen. Wenn spezifische Fachmedien, Blogs oder dergleichen hier zum Beispiel für Sie besonders relevant sein sollten, dann wird das selbstverständlich mit einfließen gelassen. Und wir gewichten auch nach Relevanz. Relevanz heißt in diesem konkreten Zusammenhang, wir können sehr, sehr gut erkennen, welche Issues oder Attribute Ihre Zielgruppe umtreiben. Und Kommunikationsstränge, Diskussionen, die hier besonders stark oder in den Vordergrund getreten sind, die besonders stark kommuniziert werden, vielleicht auch eine starke Veränderung in der Tonalität erfahren haben, werden entsprechend Priorität ausgelesen und für Sie zur Verfügung gestellt. Wenn wir diese Daten erstmal erhoben haben, dann gehen wir erstmal auf die Satzebene runter. Das bedeutet für Sie auch, Sie bekommen in diesem, ja, an diesem Datenwust, den wir hier aufbereiten, nicht nur eine große Menge an Einzeltreffern, die Sie dann interpretieren müssen, sondern wir können das genau pro Artikel auch auswerten. Das heißt, wenn in dieser Zielgruppe, die Sie tracken wollen, eine Diskussion über verschiedene Aspekte geführt wird, unter anderem Ihr Produkt, unter anderem aber auch vielleicht sogar komplett fremde Aspekte, Fremdprodukte, die für Sie irrelevant sind, können wir das trennen. Wir können das Ganze sehr, sehr zeitkritisch machen. Das heißt, es wird schnell gemacht im Sinne von, wir verprozessieren die Daten nicht später als 24 Stunden nach Erscheinen und wir tracken natürlich den Veröffentlichungszeitpunkt genauso wie potenzielle Update-Zeitpunkte, um so genau nachvollziehen zu können, wann wo eine Diskussion geführt wurde, ob beispielsweise ein Aspekt Ihres Produktes, das schon behoben wurde, jetzt nochmal in den Medien aufgegriffen wurde, sodass Sie dort direkt gegen vorgehen können. Oder aber, ob sich eine Diskussion über einen längeren Zeitraum hinzieht, weil dort vielleicht die ein oder andere Fragestellung nicht in so einem Strohfeuer, wie es bei Shitstorms häufig der Fall ist, abgearbeitet wurde. Und wir können natürlich das auf Domain- oder sogar auf URL-Ebene runtertracken. Sie sind also niemals nur mit aggregierten Werten alleine gelassen. Sie können sich dann genau anschauen, wo kommuniziert wurde. Sie können sich in einzelnen Beitrag entsprechend auch ausgeben lassen, wenn er eine ausreichend hohe Relevanz aufweist. Und wir fassen das Ganze aber noch für Ihr, ja, für die Übersicht, sage ich mal, über das Verhalten in Quellentypen zusammen. Das bedeutet, Sie würden dann, wenn Sie eine Zielgruppe haben, sofort erkennen können, ob jetzt hier zum Beispiel eher auf Facebook oder in anderen Social Networks gearbeitet wird, ob eine Diskussion sich eher in Fachmedien oder in, sage ich mal, in Spezialistenblogs und Foren abspielt oder ob es relativ gleichmäßig über alle Quellentypen abläuft. So, jetzt nicht erschrecken. Ich möchte jetzt mal ein bisschen nahelegen oder ein bisschen demonstrieren, wie wir hier arbeiten, was für uns das heißt, dass wir ein Zielbild, das wir, oder ein Wunschbild, das wir definieren, dann auch maschinenlesbar machen. Mein Kollege auch hier, Gero Kalt, hat eingangs angesprochen, wie wir die verschiedensten Fragestellungen operationalisieren, also messbar machen. Das ist ja hauptsächlich ein übertriebenes Wort, aber ein sehr starker Anreiz dafür, KI-Tools zu nutzen. Ich muss nicht mehr Wunschbilder von mir mit viel Aufwand und unstetem Ergebnis in Suchwortketten überführen. Ich kann den Algorithmus lernen lassen. Ich habe jetzt hier an dieser Stelle einfach mal gesagt, ähnlich wie auch am Beispiel von, was Sie gesehen haben, beim Herrn Fortmann von Gerd Gerecht, wir haben Wunscheigenschaften, die ich einfach sehen möchte, die ich in meinem Produkt attestiere und deren Käufer ich gerne so sehen würde. Umweltbewusstsein, vielleicht auch eine gewisse Konsumorientierung, Familienmensch, man kann das jetzt ja beliebig sich ausweiten. Wir haben die Möglichkeiten, hier eine Vielzahl von Attributen auch prioritär zu vergeben. Was hier passiert ist, es wird ein Archetyp erstellt oder eine Persona. Was heißt das konkret? Ich habe eine Schnittmenge aus verschiedensten Sprachmodellen dieser Wunscheigenschaften, die ich hier habe. Und keine Sorge, ich werde das Ganze jetzt auch relativ kompakt zusammenfassen. Hier ist ein Klassifikationstool oder ein Ansatz aus der Computerlinguistik am Arbeiten, der in der Lage ist, genau das, was Umweltbewusstsein ausmacht, Kommunikation darum oder Familienaffinität so messbar zu machen, dass der Algorithmus das fortlaufend und präzise wiederum erkennen kann und kann dann diese Wunscheigenschaften in Issues umbenennen. Täuschen Sie sich jetzt erstmal nicht an der Terminologie, das ist sozusagen nur, was wir intern
kommunizieren oder benutzen würden. Damit hätten Sie gar nicht so viel zu tun. Aber die Summe dieser Issues beziehungsweise die Schnittmengen aus der Anwesenheit dieser Issues, aka der Übersetzung dieser Wunscheigenschaften, bilden uns Archetypen aus. Und die kann ich, wenn ich möchte, in beliebiger Reihenfolge und beliebiger Komplexität erstellen. Natürlich, je spezifischer ich werde und je mehr Wunscheigenschaften ich vergebe, mit vielleicht auch noch einer graduellen Priorisierung, desto präziser werden meine Ergebnisse, aber desto mehr Beiträge schließe ich auch aus. Und andersrum, ganz klar, je allgemeiner ich meinen Archetypen halte, mein Wunschbild, desto umfänglicher werden die Ergebnisse, aber desto unpräziser werden sie auch. Das ist ein bisschen so eine Situation, in der man sich als Nutzer an diesen Sweet Spot, diesen sprichwörtlichen, annähern muss, indem man quasi so guckt, wie restriktiv möchte ich jetzt hier diese Sprachmodelle, die meinen Archetypen auszeichnen, denn noch wirklich messen lassen. Aber um es mal auf Deutsch oder in langer Rede kurzer Sinn zu sagen, hinter jedem Archetypen verbirgt sich dann eine Art Ergebnismatrix. Wir können also diese An- oder Abwesenheit relevanter Attribute auch gewichtend messen und können daraus extrem präzise sagen, hier alle Kommunikationen um dieses Thema oder diese Themengruppe in diesen und diesen Medien, wir hatten ja das Beispiel zum Beispiel Kommunikation um das Lastenfahrrad, können wir jetzt sehr präzise einem Archetypen A, B oder C, aka einer Persona Gerhard gerecht oder wie auch immer zuweisen und nun fortlaufend tracken. Das hat übrigens noch einen weiteren Vorteil, der wichtig ist in diesem Kontext. Wenn ich eine Persona oder einen Archetypen habe und trennscharf erkennen kann, was kommuniziert wird durch diese Personengruppe und in welchen Medien, kann ich direkt auch ein Auge darauf halten, ob neue Themen oder neue Issues auftreten, die ich vorher bei der Ausbildung dieses Archetypen nicht berücksichtigt habe, jetzt aktiv werden. Ich bin also in der Lage zu gucken, ob sich eine Verschiebung in der Priorisierung meiner Zielgruppe vollzieht, auf die ich dann auch proaktiv reagieren kann, indem ich beispielsweise vielleicht eine neue Wertschätzung, spezifische SDGs, also wir hatten dieses Lieferkettengesetz angesprochen, zum Beispiel in meinem Verhalten meinen Zulieferern schon mal kommuniziere. Vielleicht kann es aber auch sein, dass eine vormals sehr, sehr auf hohes Preis-Leistungsbedacht die Zielgruppe auf einmal sagt, na, wenn das ökologisch so toll ist oder so fair ist, dann bin ich auch bereit, ein paar Euro mehr für das Produkt zu zahlen, dass ich das in mein Pricing schon mal einfließen lasse. Wir sehen, worauf ich hier hinaus will. Man ist also nicht nur in der Lage, seine Zielgruppe, wenn man sie einmal gut definiert hat, zu beobachten. Man kann auch schauen, wie sie sich verändert, wenn sie sich verändert. Wichtig ist, dass wir das Ganze validieren. Ich hatte ja gesagt, wir können hier eine beliebige Menge von Archetypen oder von Personas kreieren. Wir können die übrigens auch, und das ist noch ein wichtiger Punkt, den ich gar nicht angesprochen habe, eben auf der Slide vorne dran, auf die Quellentypen, mit denen sie kommunizieren, eingrenzen. Und zwar schlicht und ergreifend deshalb, weil oftmals so in Social-Media-Kanälen oder also vielleicht nutzt ein oder andere von Ihnen Reddit. Das ist ein sehr bekanntes, großer Social-Media-Aggregator, der in viele kleine Subforen unterteilt ist, die eine gewisse Art, eine eigene Natur, wie dort kommuniziert wird, ausbilden. Und die hatten durchaus einen Einfluss darauf, wie Nutzergruppen, die auf mehreren Quellentypen arbeiten, unterschiedlich auf verschiedenen Quellentypen kommunizieren. Also auf Reddit beispielsweise haben sie häufig die Situation, das sind dann lockerere Gespräche, in denen mehr Humor einfließen lassen wird, während sie beispielsweise in ernsthafteren Fachforen eher erwarten würden, dass Menschen neutraler schreiben, weniger Sentiment tragen beispielsweise. Das lässt sich durchaus noch mit berücksichtigen. Naja, worauf ich hinaus wollte ist, wir haben jetzt, wenn wir diese Archetypen definiert haben, natürlich die Herausforderung, dass wir auch gucken können oder feststellen müssen, ob denn unsere Wunschbilder so überhaupt existieren. Stellen Sie sich vor, Sie bauen sich Ihren Wunschkandidaten zusammen, aber diese Nutzergruppe ist schlicht und ergreifend so gar nicht existent, weil sie vielleicht konträre Eigenschaften aufweisen oder weil sie in dieser Konstellation so einfach nicht in ausreichend großer Zahl vorhanden sind, um hier sinnvoll Kommunikation messen zu können, dann lassen Sie entsprechend Ihren Archetypen, also die Auswahl an Attributen oder an Issues, die Sie getroffen haben, gegen einen Referenzraum laufen. Zum Beispiel einfach einen Querschnitt über unsere 438 Millionen Quellen über einen Zeitraum von ein paar Wochen oder Monaten, sodass Sie einen sehr, sehr großen Datenraum bekommen und schauen sich an, ob es denn Sätze, Aussagen, Akteure gibt, die entsprechend hinreichend dicht an dem ermittelten Profil sind. Wir gleichen also im Prinzip Sprachmuster miteinander ab. Und wenn Sie das Sprachmuster validiert haben, wenn Sie das gefunden haben, dann können Sie sozusagen Ihre Persona in die Datenbank ablegen und von nun an tracken. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sehen Sie nicht, dass es abweicht, sondern Sie können auch erkennen, wo die Unterschiede liegen. Jetzt ist es ein relativ kleiner Schritt, in der Anwendung zu schauen, ob meine Definition zum Beispiel vielleicht in Wirklichkeit zwei existierende Zielgruppen in eine versucht hat zu pressen, die ich hier trennen kann.
oder aber ob ich konträre Issues ausgewählt habe, die so schlicht und ergreifend bei kaum Käufern vorliegen würden oder anderen Zielgruppen, Stakeholdern, wie auch immer. Jetzt habe ich sozusagen eine Datenbank angelegt, kann sie fortlaufend tracken und das ermöglicht mir jetzt am Beispiel hier des Archetypen A verschiedene inhaltliche Analysen. Ich bekomme erstmal die Rohdaten über alles. Das ist vielleicht für mich sogar der am wenigsten interessante Punkt, aber wenn es für mich notwendig ist, kann ich mir genau ausgeben lassen, in welchen Dokumenten denn gerade kommen, also von diesem Archetypen ein Akteur dieser Zielgruppe oder eine Reihe von Akteuren kommuniziert haben. Wenn ich gucken muss, ob es beispielsweise Quellentypen sind, die ich gesondert tracken möchte, weil ich dort eine sehr, sehr starke eigene Präsenz habe, wäre das eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich habe ich schlicht und ergreifend jetzt ein Tool an der Hand, das mir halt die Möglichkeiten gibt, gezielt Aussagen, Dokumente oder Fragmente, also unsere Bearbeitungsebene Sätze, die Aussagen meiner Zielgruppe enthalten, mir anschauen zu oder rausgeben zu lassen. Ich kann sofort die Stimmungslage einsehen. Das kann ich themenspezifisch machen oder allgemein. Gibt es Gründe, vor allem auch die Stimmungslage in Kombination, wenn zum Beispiel eins meiner Produkte genannt wird oder meine Firma, könnte hier sehr interessant sein. Ich kann also schauen, ob ich vielleicht gerade irgendwas getan habe, was meine Zielgruppe, meine vermeintlich verärgert oder ob ein Brancheneffekt zum Tragen gekommen ist, dass zum Beispiel vielleicht die Bedingungen von Kindern im Kongo beleuchtet hat, die in den Coltan-Minen arbeiten müssen. Weshalb im Zweifelsfall Elektroautos hier vielleicht oder die Produzenten mehr für ihre Lieferkette oder sich um die Lieferkette bemühen müssten. Ich sehe natürlich aber auch die Quellenpräferenz. Und ich denke, hier ist nochmal der Punkt, den wir eben auch schon bei Herrn Fortmann deutlich gesehen haben. Ich kann meine Kommunikationsstrategie dann nicht mit der Gießkanne mehr auf alles gleichermaßen ausrollen oder sagen, ich muss alles in Social Media machen. Ich kann ganz präzise aussuchen, welchen Quellentyp ich bespiele, um meine Zielgruppe zu erreichen. Und ich kann diese Quellenpräferenz natürlich auch in Kombination mit der Stimmungslage auswerten. Und ich kann sie natürlich auch in Kombination mit einer Themenanalyse auswerten. Und hier schließt sich so ein bisschen der Kreis. Wenn ich diesen Archetypen jetzt vollumfänglich betrachten möchte und der hinreichend gut validiert wurde, habe ich dafür mit diesem Tool alles an der Hand, was ich brauche. Ich kann nämlich herunterbrechen auf die Aussage, welches Thema wird zu welchem Zeitpunkt in welchem Medium über mich durch diese Zielgruppe kommuniziert und verhält es sich so, wie ich erwartet hätte. Abschließend möchte ich an dieser Stelle noch sagen, dass selbstverständlich die Anzahl der Archetypen nicht begrenzt ist, aber man sinnvollerweise nicht wird jede mögliche Kombination anlegen können, die sich aufgrund der Vielzahl der auswählbaren Attribute anbieten würde. Weil, wie eingangs gesagt, ich bei dieser sehr, sehr restriktiven Auswahl schnell die Bredouille komme, dass ich zu spezifisch schaue und so nicht mehr in der Lage bin, das große Ganze im Auge zu behalten. Also eher einen größeren, etwas heterogenen Bereich, der aber sehr, sehr verlässlich meine Kundenlandschaft umfasst. Ja, dann vielen Dank an dieser Stelle und ich bin offen für Fragen. Ja, vielen Dank, Henning. Sehr interessant. Ich sehe, dass fast alle Teilnehmer dabei geblieben sind, obwohl uns ja bewusst ist, dass das kein einfaches Thema ist, solche Methoden vorzustellen. Also da freuen wir uns sehr. Das Angebot vorhin hatte ich schon formuliert, wenn Sie Fragen haben. Ich vermute, über die Frau Labitzke gibt es ja schon den Kontakt. Können Sie gerne nachfragen. Ich denke auch, dass die Kollegen an der Stelle hier Ihnen, wenn Sie sagen, ja, ich habe noch nicht alles verstanden, klingt aber interessant, aber ich würde das mal ausprobieren wollen, dass die Ihnen vielleicht einen Vorschlag für so eine Pilotphase machen. Das wird ein Zeitraum vielleicht von 3 Monaten sein, wo Sie sagen, ich probiere das mal aus. Man braucht natürlich eine gewisse Zeit, um die Algorithmen zu trainieren, um das Ganze aufzusetzen und dann zu schauen, wie sehen die Ergebnisse aus, dass Sie auch als jemand, der überlegt, so ein Tool vielleicht einzuführen, auch Plausibilitäten testen möchte. Also sagt, ja, sind denn die Ergebnisse da überhaupt vereinbar mit dem, was wir so im Alltag als vielleicht sagen wir mal Bauchgefühl oder so haben, weil Bauchgefühl ist ja auch ein sehr guter Gradmesser, hat sich über noch längere Zeit entwickelt als die KI. Also sollte man durchaus nicht darauf verzichten. Und das werden wir mal ausprobieren. Oder an der einen oder anderen Stelle möchte ich vielleicht mal runtergehen auf den einzelnen Tweet, auf die einzelne Textstelle, aufs einzelne Dokument. Ja, dann kann man das alles mal ausprobieren. Und da wird Ihnen wahrscheinlich dann der Herr Waldstedt mal einen Vorschlag machen. Herr Fortmann, haben Sie noch
Überlegungen beizusteuern, was vergessen, wie auch immer? Ich würde wahnsinnig gerne ermutigen. Ich fürchte, dass wenn man jetzt das zum ersten Mal gehört und die Folien gesehen hat, man so ein bisschen erschrocken ist, welche fachliche Tiefe da jetzt hervorgeholt wurde. Das ist so ein bisschen wie das Fachsimpeln mit dem Automechaniker. Also wenn der so richtig im Fachsimpeln ist, dann versteht man ihn nicht mehr. Am Ende des Tages weiß man, man möchte ein störungsfreies Auto haben, wo vorne im Cockpit alles richtig angezeigt wird. Und wie der Automechaniker das hinten macht, ist nicht mehr so wichtig. Und das ist auch das, wo ich jetzt auch nochmal zurückkommen möchte. Alles das, was wir Ihnen heute gezeigt haben, was so im Motorraum dahinter liegt, das ist mal für Sie eine erste Information zu verstehen, wie funktioniert es. Das müssen Sie nicht beherrschen. Von Ihnen brauchen wir eine Auskunft, was ist Ihr Erkenntnisinteresse? Und dann gehen wir Mechaniker los, krempeln die Ärmel hoch und bauen die Maschine so, dass Ihr Erkenntnisinteresse bedient wird. Was wir da im tiefen Motorraum tun, ist für Sie zum Hintergrund ganz interessant, aber bei weitem nicht essentiell, dass man es verstehen muss, sondern da hilft es, wenn Sie ein klares Erkenntnisinteresse formulieren. Das reicht. Ja, Bianca. Darf ich noch was ergänzen? Es ist so, dass man ja früher gerne Kunden befragt hat, also Kundenbefragungen durchgeführt hat, 100 Leute auf der Straße oder wie auch immer. Man hatte ein vorgegebenes Fragenset. Mit dieser neuen Methode letztendlich lässt sich das aufbrechen, weil Sie haben Ihre Kunden befragt an einem gewissen Zeitraum mit abschließenden Fragen. Wenn Sie am nächsten Tag, die Ergebnisse sind da, wenn Sie einen Tag später neue Fragestellungen haben, dann sind diese Kunden weitergezogen, die können Sie nicht nochmal befragen. Ich kann nur noch mal betonen, wie flexibel das Instrument ist. Also wenn Sie neue Erkenntnisinteressen haben, lassen die sich sehr schnell mit einbauen. Und die Daten sind vorhanden, also lassen Sie sich analysieren, je nachdem, wie Sie das möchten. Data-Driven Marketing ist nun mal etwas, was immer weiter kommen wird. Daher möchte ich Sie ermutigen, ebenfalls wie Herr Fortmann, melden Sie sich gerne, wenn Sie mal schnuppern wollen. Wir können Ihnen da bestimmt was Interessantes zeigen und anbieten. Melden Sie sich einfach und dann habe ich nur noch eine organisatorische Anmerkung. Die Präsentation und die Aufzeichnung werde ich Ihnen hinterher natürlich gern zur Verfügung stellen und auch Kontaktadressen weiterleiten, wie Sie möchten. Ja, ich weiß nicht, soll ich mich schon verabschieden, Gero? Ja, dann. Dann sage ich schon mal Tschüss. Dann sagen wir auch Tschüss. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns auf Rückmeldungen und Feedback. Wunderbar. Und wir sind genau bei 60 Minuten. Perfekt. Wunderbar. Bis dann. Alles Gute. Tschüss. Ciao.